Hallo ihr Lieben, so da bin ich wieder. Frisch gebrutzelt. Na, gebrutzelt kann man nicht mal sagen, weil ich bin ja nicht in der Sonne, sondern gedünstet durch die Hitze in der Wohnung, wie auch immer. Aber ich werde jetzt dieses Orakel für euch machen und dann gehe ich mit meinen Schnäuzelchen hinaus ans Wasser. Das ist aber jetzt ganz wichtig. Ich habe mir die letzten Tage, habe ich mir immer wieder so die Gedanken gemacht und da kamen so Impulse durch und dann kam ganz verschärft, ich weiß nicht, vielleicht hat das der ein oder andere von euch auch mitbekommen, dieses, wer nicht will, der hat schon. Und gleichzeitig war dann ein totaler Widerspruch in mir, weil dieses, wer nicht will, der hat schon, das suggeriert ja gerade in Seelenpartnerprozessen oder auf seinem Seelenweg, wenn es um eine Situation geht, die man sich wünscht, wer nicht will, der hat schon, sprich, der hat schon etwas gefunden, was nicht dem entspricht. Also, aber wo ich vielleicht mich mit meinen Gedanken, je nachdem, wo ich stehe, eventuell sogar in eine Mangelsituation hineinmanövriere. Und dann kam wie so ein freundliches, wer nicht will, der will nichts. Und wir schauen uns jetzt an, den Rat der Hohepriesterin mit zusätzlich hier noch zu den Gedanken des Seelensternchens, auch eure Gedanken und so hilfreiche Geschichten jetzt wirklich speziell auf das Seelensternchen hin und der Rat der Hohepriesterin konzentriert sich aber voll auf euch und auf die momentane Situation, was wichtig ist. Und für die Trausreisegruppe gehe ich dann nachher am Abend noch einmal wirklich bei den Kanalmitgliedschaften ab der Trausreise wird es dann einfach ein Thema geben, da habe ich bekommen 5 Felder von den jeweiligen Mustern und wie man das auflösen könnte, was da dahinter steht, einfach nur als Hilfe und Inputs einfach dazu, das kommt dann nach diesem Reading in Folge, gehört aber da dazu, das heißt, das wird der erste Teil sein und dann für die Kanalmitgliedschaften wieder das zweite Teil mit den ganzen Auflösungsgeschichten, wo wir nochmal in die Tiefe gehen, schauen, was da jetzt einmal dabei rauskommt. So in etwa habe ich das jetzt bekommen, schauen wir, ob wir so hinkommen, außer es kommt dann nicht stimmig, dann mache ich es separat, ihr werdet das dann sehen am Titel, ich weiß es jetzt noch nicht 100%. Gut, dann fangen wir mal an und schauen uns an den Rat der Hohepriesterin auf unserem Seelenweg, gerade aber auch mit Schwerpunkt der Seelensternchen, das Schwerpunkt der Seelenpartner. Bis gleich. Sehr spannend. Moment, ich versuche euch da das ganze Bild hineinzugeben. Hier liegen jetzt viele Karten. Wir schauen uns einmal an, was ist so grundsätzlich die Situation. Und da haben wir, du hast das, was deine Energien blockiert, enttarnt und entlarvt. Also du hörst hier jetzt scheinbar wirklich auf dein Herz, gehst hier in das Herzvertrauen und aktivierst wieder deine Pferdestärke, ja, volle PS voraus. Hier richtest du dich nach deinen Zielen um, du fängst auch an, wirklich deinen Bogen zu spannen, du fängst an, dich tatsächlich auf deine Ziele zu fokussieren, zu konzentrieren, auch was da wirklich in dir liegt, was raus möchte. Auch wenn du den Weg hier noch nicht kennst, du bist hier schon am Aufbruch, du hast hier deinen spirituellen Begleiter mit dem Wolf an deiner Seite und schaust hier schon, ja, hier ist der Wasserfall und unter dem Wasserfall geht ein Geheimgang einfach weiter. Und du stehst davor, wie wenn du dich, wir haben als Rückblatt die Reinigung, ja, und die Leidenschaft noch auf der Schattenseite. Das heißt, du stellst dich hier wie unter den göttlichen Wasserfall und reinigst so deinen Körper, Geist und deine Seele vor all den Alten, was du jetzt hier auf dieser Seite hinter dir lässt und wo du diesen neuen Eingang durchgehst, dich während dem Durchgehen quasi noch reinigst und dann frisch, fröhlich auf der anderen Seite hinausschlüpfst, denn den Schlüssel hierzu hast du schon. Und hier geht es jetzt wirklich noch einmal mit der Heilungskarte um die Informationenneutralisierung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sprich, du schließt das Alte ab, du legst das Alte in den Frieden hinein, du bringst das Alte hinter dich, du lässt das einfach als Vergangenheit dort sein und werden. Und gehst jetzt in der Gegenwart deine Schritte Step by Step, hast auch den Regenbogen hier als Schlüsselsymbol mit den ganzen Federn hier mit, also auch die erhöhte Perspektive und schreitest hinein voller Vertrauen mit dem Rot hier auch in die neue und voller Kraft in die neue Ära. Was kommt als zusätzliche Hauptenergie hinzu? In der Ruhe liegt die Kraft, mit Ruhe und Beharrlichkeit
nimmst du halt hier einfach auch mit der Seelenenergie, du verbindest dich, du bist so weit, ja, mit deinem hohen Selbst und mit deinem hier ursprünglichen irdischen Wesen. Du verbindest Licht und Schatten auch mit dem, wie die Hohepriesterin ist das für mich, und gehst hier aber auch in das Spiel. Also für dich geht hier wirklich, geht die Sonne auch, und in Verbundenheiten spürst du einfach, dass Trennung gar nicht das ist, worum es hier wirklich geht, sondern einfach vielleicht auch ein Stück weit eine Illusion, und nimmst das hin, wie es einfach ist, als das, was es einfach ist. Ja, und auch hier kommt eine Friedensenergie mit. Ich kann euch das nicht gescheit sagen, aber auch so eine gewisse Synergie. Einfach, man spürt, dass alles miteinander verbunden ist und verbindet sich auch in erster Linie mit sich selber und weiß einfach hier, dass alles gedeiht, dass alles wächst, dass die Sonne aufgeht. Und man ist hier einfach in einer erhöhten Position, wo man einen guten Blickwinkel eingenommen hat oder gerade einnehmen wird. Was ist die zunehmende Kraft, die uns hier begleitet? Jemand braucht deine Hilfe, gewähre sie und du bekommst es hundertfach zurück. Das war ganz interessant, weil ich wusste zuerst nicht, wo es hinfallen möchte. Möchte das in die abnehmende Kraft, in die zunehmende? Es ist bei beiden gewesen. Worauf baust du dein Haus? Ist das Fundament stabil oder wackelt oder schimmelt da was? Oder was ist da los? Und dann kommt die männliche Energie. Und warum ist es die zunehmende Energie? Und da habe ich dann wahrgenommen, deswegen hat das gut gepasst, dass es auf die Seite gefallen ist. Was nimmt ab? Ja, du bist hier in der Klärung drinnen. Das, was abnimmt, ich muss da ein bisschen mehr das Licht, glaube ich, hinleuchten lassen. Ich bin ja umgesiedelt, jetzt ist ja alles neu. Ich drehe hier zum ersten Mal jetzt auf dem Platz meine Readings. Ups, da fliegt mir gleich das Ding halber drunter. Ja. Und warum ist es jetzt auf beiden Seiten ein Stückchen weit? Und zwar, vorher war es vielleicht so, dass man gerade beim Seelenpartner oder bei dem Herzensmenschen, beim Seelensternchen, wie auch immer, bei einem sehr liebgewonnenen Menschen, bei einer sehr liebgewonnenen Situation, hier vielleicht geglaubt hat, man muss die Hand reichen, man muss jemandem helfen, ein Fundament aufzubauen, man muss jemanden irgendwo heraufziehen, der stürzt ja da schon ab, ja? Man muss jemanden festhalten, damit der nicht verloren geht, ja? Weil da geht es um die Partnerschaft auch. Ja, oder um partnerschaftliche Situationen, in welcher Form auch immer, wenn man nicht am Seelenpartnerweg gerade ist. Aber vermehrt wirklich hier der Seelenpartner oder die männliche Energie, die da einfach mitschwingt, mit sich selber, kann auch sein für den einen oder anderen. Und jetzt, was man jetzt lernt, was die zunehmende Energie ist, ist, dass man sagt, okay, ich gehe hier in die ruhende Kraft, wir haben sie gesehen, und ich erkenne, dass die Hilfe, die ich jemandem geben kann, das ist, sich selbst zu helfen. Ich gebe jemanden frei. Ich muss den nicht mehr halten. Ich muss nicht glauben, für jemanden anderen ein Fundament aufzubauen oder den sein Fundament auf einen sicheren Hafen zu stellen, auf einen sicheren Boden zu stellen, sondern ich konzentriere mich jetzt auf mich selber. Ich merke, dass meine Hilfe darin besteht, mir selbst zu helfen und mein Fundament einmal anzuschauen. Steht mein Fundament denn stabil oder versuche ich selber mit einem nicht so ganz stabilen Fundament jemanden anderen in eine stabile Situation zu verhelfen, ja? Oder gebe ich da irgendwas vielleicht sogar auch auf und gebe mich in eine Situation hinein, die mir dann selber instabil wird, anstatt dass ich mich selber in meine Stabilität bringe. Also hier geht es wirklich darum, dass man erkennt, dass man jemanden nicht, schaut euch das mal an, das ist wie wenn jemand abstürzt und man hält den noch. Und es geht nicht darum, dass man bei jemandem Liebesentzug macht, dass man für jemanden nicht da wäre, wenn der sich dann wirklich meldet und sagt, hey, ich brauche Hilfe. Ja, oder sonst was, sondern da geht es um eine Energie, die sagt, dass man versucht hat, ohne dass man um Hilfe gebeten wurde, jemanden zu helfen, zu unterstützen, zu tun für denjenigen, was man nur kann, oder auch seine eigenen Interessen irgendwie auf den anderen auszurichten, damit derjenige sich gut fühlen kann, damit derjenige nicht abstürzt, damit derjenige sich gehalten fühlt. Und das heißt wirklich so, sei dir selbst der beste Partner und sei auch so weit partnerschaftlich, dass du erkennst, dass manche Dinge, so wie deine Entwicklung ja auch, ihre Zeit gebraucht haben, weil du bist da jetzt schon in einer Energie, du kommst da gerade hin, wo du selbst dich in deiner Kraft aufstellst, und dazu bist du in aller Regel ja auch viel einfach alleingelassen worden und bist diese Stufen für dich gegangen. Und genau das braucht der Seelenpartner hier dann auch, und das erkennst du hier. Ja, also für alle, die das jetzt speziell trifft, wo das vielleicht wirklich auch massiv gelebt war, ich habe hier unterschiedliche Energien, bei manchen waren die Tendenzen da, bei anderen war das aber wirklich ganz, ganz stark, ja, und präsent.
Was ist die abnehmende Energie? Und die abnehmende Energie, die Wiedergutmachung erfährst du, indem du konsequent bist, nicht indem du immer wieder ins gleiche Messer rennst. Ja? Also eben, hier scheint eine Situation gewesen sein, zum Beispiel, wo immer wieder sich jemand Energie bei dir holt, immer wieder vielleicht jemand dich als Müllkübel verwendet, ja, als energetischer und dich immer, dir immer die Sachen erzählt, die gerade schwer waren, aber selber nicht in die Gänge kommt. Vielleicht wirklich immer wieder gekommen ist, wenn irgendwas halt gerade da war und dann halt wieder irgendwie links liegen hat, liegen lassen. Ja, oder auch wenn es nicht so massiv war, wir haben hier wirklich unterschiedliche Geschichten, aber das von der Tendenz, von der Energie schwingt das hier mit in unterschiedlichen Stufen. Und hier geht es wirklich darum, du erkennst jetzt, oh Moment einmal, hier wurde mir was gespiegelt, hier geht es ja um meine Schattenanteile, die ich vielleicht nicht sehen wollte, wo vielleicht etwas nicht im Gleichgewicht ist. Hier habe ich vielleicht immer wieder das Gleichgewicht gesucht, indem ich mehr getan habe, als mir von der anderen Seite kam, wodurch das Ganze dann ins Ungleichgewicht kam und da laufe ich jetzt nicht mehr hinein, da gehe ich jetzt nicht mehr mit. Ja, ich brauche keine Rose, wo ich mich ständig an den Dornen verletze, sondern wenn etwas zu mir kommt, dann darf das wirklich erblühen und sich mit mir verbinden und mich bereichern, aber nicht ständig verletzen. Und aus diesem Zyklus gehst du jetzt dahin. Sehr, sehr schön, weil die dunkle Seite der Hohepriesterin, was du vielleicht noch nicht so ganz siehst, ist, dass genau das, dass du dich jetzt wirklich auf dich fokussierst, dass hier die Heilung eintritt, du wirklich mit reichen Gaben jetzt beschenkt wirst. Das Ergebnis deiner Arbeit wird sichtbar und fühlbar. Sei stolz auf dich und feiere das Leben. Also geh wirklich hier in die Freude. Niemand muss traurig sein, niemand muss sich unterdrücken lassen, niemand muss etwas nachhängen, was jetzt im Moment einfach dornig und nicht stimmig ist, in welcher Form auch immer. Und hier noch einmal der ganzen Situation gegenüber in Vergebung gehen, um deine Träume zu verwirklichen. Also das, was hier noch dran hängt, ist, dass hier scheinbar noch nicht gesehen wird, dass die Träume verwirklicht werden, dass das Ganze einen positiven Ausgang nimmt, indem er das Ganze sein lässt, indem er das Ganze in den Frieden hineinbringt. Und da haben wir wieder das Thema, was wir hatten letzte Woche ganz massiv, des Loslassens. Ja, einfach auch wirklich diese Angst, vielleicht noch das Ganze wirklich geschehen lassen, so wie es ist, weil was man nicht weiß, man hat die Angst davor scheinbar, ja, dass es schief geht. Und was man nicht weiß, ist, dass das ein voller Erfolg werden wird. Das liegt noch auf der dunklen Seite der Hohepriesterin. Man ahnt es vielleicht, aber man hat es noch nicht wirklich im Herzen integriert. Was ist die helle Seite der Hohepriesterin? Und das ist euch irgendwo klar. Und es pflanzt auch schon das Pflänzchen. Nein, es wächst auch schon das Pflänzchen. Etwas Neues beginnt auch mit der Heilung. Wir haben hier Heilungskarten, die wirklich unterstützend wirken. Das Vertrauen hast du hier in dich gewonnen. Du gehst für dich in dein Gleichgewicht. Ja, und bekommst hier tatsächlich die Lebensfreude und die Heilenergie mit, die sich hier auch darüber hinweg erstreckt. Und was ich ganz lustig finde, ist, dass die Farben wirklich so eingeteilt sind. Wir werden es da jetzt dann gleich sehen. Hier beginnt auf jeden Fall was Neues. Hier merkst du, dass du dich fallen lassen kannst, dass die Gnade, jetzt kommt dieser Satz mit, wie geht das, Gnade über Recht ergehen? Ja, irgendwie sowas, aber was es geht, ist, dass man hier tatsächlich eine Gnade erfährt, es kommt etwas Neues, man muss sich hier gar nicht so viele Gedanken machen. Hier steht man in einer Prüfungssituation und es geht darum, die Nervosität umzuwandeln in ein positives Tun und in eine positive Situation, eine positive Antriebskraft. Sein Wohlfühlgewicht erreichen oder wiederherstellen. Und da geht es darum, dass du dich selbst in dir wieder wohlfühlst mit allem, was ist. Da geht es nicht um die Kilogramm wirklich als Mensch, menschlich gelebt, aber wohl auch, wenn das damit eine Rolle spielt. Aber vor allem wirklich um die Angst auflösen und diese Gedankenkonstrukte sein lassen, sich den Moment hingeben, das Herz öffnen, damit man hier mit dem Herzen durch dieses Labyrinth dringt. Weil hier passiert einfach das Neue und das ist einem bewusst. Das kommt auch schon, da ist man gerade mitten dabei. Jetzt kommen wir schon zu den nächsten Schritten. Was sind deine nächsten Schritte oder was kommt im Außen auf dich zu? Und das ist jetzt sehr interessant, weil da ist jetzt einfach nur alleine die Blaufärbung und was ich mitbekomme, da kommt der Halsbereich. Dein Selbstausdruck, deine Klarheit, deine Kommunikationsfähigkeit, dein Wille, um was geht es da genau, wo willst du eigentlich genau hin? Da kommt schon sowas wie so eine gewisse Durchsetzungskraft und ich habe noch nicht gesehen, was da jetzt wirklich liegt. Wir schauen uns das jetzt an. Auf jeden Fall mal mit einem Regenbogenkarussell, hör auf, dich zu wiederholen, so kann es keine Veränderung geben. Es ist bereits alles gesagt.
wenn du dich jetzt in der Situation befindest, wo du hier noch in diesem Helferding drinnen bist, ja, jemandem gegenüber, oder wo du selbst noch das Gefühl hast, dass dir geholfen werden muss in der Situation vom Seelensternchen, ja, oder von dieser speziellen Situation, einfach die das so vielleicht ein bisschen an dir nagt, dann geht es darum, schau mal in dich hinein, wir haben es da jetzt schon gesehen, gratuliere dir mal für das, was du schon geschafft hast, nimm dich einmal wahr als das, was ist, und erkenne das als eine positive Entwicklung, auch wenn es menschlich gesehen dazwischen natürlich auch Haare raufend, ja, und auch manchmal schwierig ist. Aber einfach die Situation an sich. Was hast du daraus gelernt? Was hat es dir gebracht? Was hat es dir hochgespült? Und was konntest du dadurch schon für dich bereinigen? Weil wir haben hier die Reinigungsenergie übrigens auch in Blau. Ja? Und was ist dadurch für dich eigentlich gerade neu geboren? Versuch das einmal hier drin zu erkennen. Weil alles andere, du hast die Regenbogenenergie hier. Also alles, was alt ist, darf gehen. Das führt hier absolut zu einer Heilung und zu einem besseren Zustand, als du es dir im Moment vorstellen kannst, weil das ja noch auf der Schattenseite liegt. Und hol dir die neue Energie, deine Ursprungsenergie hier auf die Erde. Die Gegenwart harmonisieren und stabilisieren. Es geht ums Jetzt. Du musst nicht in der Vergangenheit sein und auch nicht in der Zukunft herumschweben, sondern es geht ums Jetzt. Ja? Hör auf, dich zu wiederholen. Geh nicht in diesen Zyklus hinein, wenn du das Muster hier schon kennst mit diesem Seelensternchen, sondern hol dich dort raus, indem du dich positiv ausrichtest, wo du in die Selbstverwirklichung, in den Selbstwert hineingehst. Ja, da kriegen wir nämlich das Orange beim Sakral dann auch mit, und auch ein bisschen haben wir hier den Solarplexus liegen, also das spielt hier alles mit, Herz, Solarplexus, Sakral, weil Wurzel haben wir gesehen, du kommst jetzt in dein Urvertrauen hinein, das wird hier gerade getriggert, aber was das betrifft, dass du dich klar ausstellst, haben wir einfach die oberen Bereiche. Treffe keine voreiligen Entscheidungen, lass dir Zeit, in der Ruhe liegt die Kraft, haben wir hier tatsächlich auch schon als Hinweis. Ja? Schau einfach einmal, wo bringt dich dein eigenes Licht hin? Welches Licht ist ja überhaupt am Leuchten? Leuchtet hier überhaupt ein Licht zwischen euch im Moment? Oder geht es wirklich darum, einmal zu vergeben, dass da vielleicht die Glühbirne im Moment ausgewechselt wurde, ja, nicht mehr brennt, kaputt ist, was auch immer. Ja, das kommt jetzt so gerade ein bisschen mit. Ja, und zünd dir dein eigenes Licht selber an. Sag dir einfach, gut, okay, wenn der jetzt gerade hier das Lämpchen, weil jetzt, es kommt halt, ja, das sind jetzt halt zwei Lampen. Wenn der jetzt hier gerade das Lämpchen nicht anmachen kann, weil er selber die Leiter nicht findet, weil er den Pfad hier nicht gelesen hat, weil er keine Ahnung hat gerade, wie er dieses Licht irgendwie zum Leuchten bringen soll, weil er eine falsche Glühbirne gekauft hat, was auch immer, wofür er sich auch immer entschieden hat oder sie, du leuchtest dir dein Licht jetzt einfach einmal selber. Arbeit mit den Tatsachen im Jetzt, und hier schon wieder der Hinweis, es geht ums Jetzt, ums Hier, es kommt hier wirklich zu einem Ausgleich, es geht um deine Zeit, die du dir jetzt nimmst für dich. Gestern, morgen und übermorgen sind Illusionen, mit denen es sich nicht arbeiten lässt. Genau deswegen kriegst du auch hier überall die Harmonisierung vom Jetzt und Hier. Und du lernst aus diesem Mangel, und das kam da eben mit diesem, wer nicht will, der hat schon, ja, weil der hat noch nicht, er hat einfach noch nicht oder sie hat noch nicht. Wer nicht will, der will halt im Moment nicht und kann auch nicht, weil wo ein Wille, dort ein Weg, dann will man halt einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber deswegen hat man auch noch lange nicht, ja, weil man dich auch gar nicht hat und du bist quasi die Königin des Universums, ja, oder der König des Universums, und dich kann man gar nicht haben, weil du bist ja hier und es ist ja nicht. Ja, also wer nicht will, der hat schon, stimmt hier nicht. Wer nicht will, der will nicht und hat Pech gehabt, so. Ja, und aus diesem Mangel und aus dieser Position holst du dich heraus, indem du die Loyalität zu dir hinlegst. Du schenkst dir jetzt dein Herz hier einfach einmal selber. Begrenze dich nicht selbst auf eine Person, eine Situation, eine Arbeit. Sehr, sehr passend. Es gibt noch so viel mehr da draußen, genauso ist es. Und mit der Matrixzahl der Wandlung verwandelst du alles Negative ins Positive. Und genau das ist es. Du nimmst deinen Erfahrungsschatz jetzt, stellst dich auf, erkennst dich, sperrst dir deine Türchen auf und gehst für dich jetzt weiter. Und das bringt dich dort genau hin. Weil worum geht's? Was sagt der Rat der Hohepriesterin? Es geht um nichts anderes als hier um dieses Ende. Du hast immer die Wahl, folge deinem Herzen und folge deinem Regenbogenlicht. Ja? Verlasse die dunklen, nicht beleuchteten, abhängigen, traurigen Pfade und lass den mal lernen, so wie es halt einfach ist. Ja? Und erde du dich dabei mit deiner neu gewonnenen Energie.
Weil es geht darum, in die Transformation einzutauchen. Ein Ende ist erreicht, es ist eine Sackgasse. Hier gibt es nichts mehr zu holen, außer die Transformation, dieses Aufstellen in dein ewiges Licht. Weil da kommt nichts anderes als dieses Loslösen, das Ende, und jetzt kommt's, von altgefahrenen Mustern, Schwüren, Programmen, die hier einfach ausgedient haben. Darum geht's. Du hast jetzt die Wahl, für dich in deinem Leben weiterzugehen. Das hat mit dem Partner jetzt hier als Trennung überhaupt nichts zu tun, weil wir haben hier die Seelenenergie auch liegen. Ja, also dieses sich verbunden spüren, aber trotzdem zu sagen, okay, hier endet das jetzt einmal, weil ich in diesen Armutszeugnissen zum Beispiel der alten Zeit nicht mehr lebe. Ich gehe dort bewusst oder unbewusst, einfach dadurch, dass ich meinen Weg gehe, wie auch immer, gehe ich hinaus und gehe in die Transformation, um meine göttliche Leidenschaft wieder zu entfachen, um mich in die Fülle des Lebens zu stellen, um hier ein Paar zu nehmen, der Fülle, der Leidenschaft, der Inspiration, was auch immer, ja, der puren Lebensenergie. Ja, und da hilft dir auch der Sakralbereich dabei, wo vieles einfach aufgelöst, gestärkt und für dich integriert verbunden wird, wo du da jetzt bereit bist, wirklich für dich in dein Gleichgewicht einzutreten. Ja, was sind denn hier deine Geschichten im Moment? Ich habe jetzt nicht bekommen zwei Teile, sondern jeweils eines. Was betrifft hier dich? Was betrifft hier dich, dein Seelensternchen? Und bei dir geht es um die Bindung. Habe den Mut, dein Herz zu verbinden. Dein Herz zu binden, ja, zuerst zu verbinden, weil ich das ja jetzt gerade als Versprecher hatte. Da geht es auch darum, habe den Mut, dein Herz zu heilen, ja, dich derweil auf dich zu besinnen, damit du dann den Mut hast, dich wieder neu zu binden. Nur durch Verbindlichkeiten stärken wir das Netz der Liebe. Und da geht es ja nicht nur um das Seelensternchen, sondern da geht es um dich mit dir selber, um die ganze Welt. Es geht einfach darum, in der Liebe dich mit dem zu verbinden, was gut für dich ist und was dir gefällt. Ja, so wie Pippi Langstrumpf. Je unverschämter du dich selbst lieb hast mit allem, was zu dir gehört, umso einfacher und selbstverständlicher liebst du auch andere, und andere werden dir ihre Liebe auch schenken, wenn sie soweit sind, ja, oder wenn es soweit ist. Und dann kommt immer wieder dieses Liebe bedingt nicht Liebe, ist einfach, ja, und das ist manchmal gar nicht so leicht auch wirklich zu verstehen und wird auch öfter einfach für sich nicht ganz so umgesetzt, weil es heißt nicht, wenn ich jemanden liebe, dass ich dann bedingungslos alles annehmen muss von dem. Das wäre eben eine falsch verstandene bedingungslose Liebe. Es heißt einfach nur, man lässt den Menschen so sein, wie er ist, und man schaut einfach auch auf sich und lässt sich sein, wie man ist, und nimmt sich selbst einfach als das an. Aber das heißt trotzdem, dass man Grenzen setzen darf und. Und wenn etwas nicht stimmig ist, dann darf es auch nicht stimmig sein, aber man darf trotzdem lieben. Du bist beschäftigt mit alten Verletzungen, die dich immer wieder gefühlt blockiert haben, die dich immer wieder gefühlt vor Herausforderungen gestellt haben, wo du aber jetzt sagst, okay, alles klar, ich habe es erkannt, ich bin soweit, ich schaue mir das an und ich öffne jetzt mir mein Herz und meine nächsten Schritte, weil ich habe den Schlüssel selbst in der Hand. Ja? Und da gehst du genau in die Klärung von solchen alten Mustern. Und was war da? Da war jetzt, glaube ich, nichts mehr dabei. Also du bist hier in der Klärung von diesen Herausforderungen, von diesen Themen, die ich... Ach, das war die Klärung. Ich wusste, irgendwas habe ich rausgelegt. Ja? Auch hier haben wir wieder die Mangelenergie. Auch hier haben wir das Umfeld, wo man den Fokus viel auf anderen hat oder sich von anderen beeinflussen lässt oder auch die Gedanken darüber, dass dies so ist. Oder man hat es vielleicht schon von den Eltern ein Stück weit mitgebracht, dass man hier immer wieder in Situationen war, egal ob Arbeit, Beruf, Berufung, Liebe, die einem nicht gut getan hat, wo man immer wieder so die Tendenz gezeigt hat, sich vielleicht auch selbst aufzugeben, aber auch die nagenden Kommunikationen. Vielleicht hat man sich doch immer wieder zurückgehalten, vielleicht hat man auch immer wieder gewünscht, dass hier eine Kommunikation eintreten möge, vielleicht hat man sich auch immer wieder sehr im Außen gebunden, damit eine Kommunikation stattfinden kann, was einen hier immer wieder irgendwo in eine komische Situation gebracht hat, das klärt man hier, das schaut man sich hier nochmal an, das sind die alten Verletzungen der alten Zeit, und löst diesen Vertrag für sich hier wieder. Ja, dieses haben wir ja gesehen, es geht hier in einen neuen Bereich hinein für dich, nämlich mit der gefüllten Leidenschaft und der gefüllten Liebe für dich. Was haben wir bei deinem Seelensternchen? Das ewige Herz. Wir kommen und gehen. Halte dich nicht an Kleinigkeiten fest. Habe den Mut, dich immer wieder in der großen Liebe zu stärken. Das ist sehr interessant. Glück ist kein Umstand, sondern ein Zustand. Warum ist das sehr interessant?
weil es darum geht, dass so stückelweise, ich habe das Gefühl, dass hier die Seelensternchen zum Teil nämlich noch nicht bereit waren für die große Liebe, noch nicht bereit waren aufgrund auch eures Entwicklungsweges. Ja, das hat ja alles einen Sinn, warum es so ist, wie es ist, und deswegen hier auch bitte diese Akzeptanz und diese Wiedergutmachung innerlich mit der ganzen Situation und das auf der übergeordneten Perspektive zu begreifen. Ja, weil das für euch auch einfach ganz wichtig war. Und jetzt kommt das Seelensternchen hier, der manchmal nicht bereit ist. Der hat sich da vielleicht auch krank pflegen lassen, gesund pflegen lassen aus einem Krankenstand oder hat eine Situation jetzt im Moment gehabt, wo er einfach ausruhen musste. Möglicherweise hat er aber auch, der ein oder andere ist ja hier auch gebunden, vielleicht auch Situationen jetzt einmal erleben müssen, um zu erkennen, dass hier das Vermeintliche, was man hier gebraucht hat, vielleicht doch nicht so das Richtige war und besinnt sich jetzt hier wieder auf sein Herz. Also man kommt hier drauf, dass egal was man hier irgendwie macht, ja, das nicht fruchtet, es sei denn, man hört hier auf sein Herz. Glück ist kein Umstand, sondern ein Zustand. Das ist etwas, was aus dem Inneren heraus einem widerfährt und nicht, was man im Außen wirklich einsammeln kann. Und das erkennt man jetzt hier und bekommt hier immer wieder so Impulse und Mut, was man vorher nicht gehabt hat, auch aufgrund deines Weges natürlich, weil du erkennst hier, du besinnst dich auf dich und gibst damit den anderen frei, dass derjenige auch seinen Weg gehen kann. Und durch diese Reinigung und durch diese Kraft, die da plötzlich freigesetzt wird, bekommt derjenige auch Impulse seines Herzens. Eine Hummel ist zum Hummel da, du bist ein Mensch, um menschlich zu sein. Und da geht es auch darum, nicht immer nur zu funktionieren, sondern tatsächlich auch einfach in die Gefühle ein Stück weit einzutauchen. Und hier merkt man jetzt, das Risiko, was man hier immer wieder gehabt hat, was karmisch geführt war, sind die Rollenbilder, sind die Glaubenssätze, sind die Masken, sind diese immer wieder Risikozustände, die man da eingegangen ist, weil man sich selbst nicht vertraut hat, weil man hier nicht in seiner Kraft war. Doch da wird man jetzt hingeführt, dass man in seine Kraft kommt, in seine Stärke kommt und spürt plötzlich, und das kriegt vielleicht der ein oder andere auch mit von euch, hier eine Verbindung zu dir. Im Moment spüre ich aber trotzdem noch, dass es so ist, bei den meisten, ja, dass hier noch der Fokus auf sich gerichtet ist. Ja. Also hier schöpft man die Kraft und hier ist es auch okay so. Man möchte sich dann aber tatsächlich, wir haben beide hier die Briefe liegen, auf einer neuen Ebene irgendwie wieder annähern oder drüber kommunizieren oder wenn es wirklich erledigt ist und auch für euch erledigt ist und ihr wirklich die Entscheidung zum Beispiel getroffen habt, zu gehen und zwar wirklich aus einer Situation herauszugehen, auch hier lässt man das dann auch frei, falls jetzt für den einen oder anderen, eine kleine Gruppe ist das, der Bereich so da war, dass man euch nicht losgelassen hat und ihr eigentlich schon in dieser Gehenergie wart und immer wieder etwas zurückgekommen ist, weil das Seelensternchen hier wirklich noch angehaftet hatte. Da kommt ihr in die Freiheit. Ja? Da ging es noch ums Loslassen, ums Freilassen und da kommt Erdungsenergie hinein. Deswegen so wichtig, sich hier jetzt wirklich auf seine Träume, auf seine Visionen, auf sein Leben hier zu stützen und seinen Weg zu gehen. Und da wird wirklich tatsächlich auch die Gedächtnisleistung gestärkt, ja, und deine Hellsichtigkeit. Und das passiert aber auf beiden Seiten, hier auf beiden Wegen. Möge deine Liebe, deine Freude und deine Begeisterung sich verteilen wie der Samen der Boosterblume. Genauso ist es. Ja, du breitest deine Schwingen aus und wie mit dem roten Vertrauensvogel der Liebe verbreitet, verbreitest du hier kleine Samenkörner der Herzenswärme, der Herzensliebe und streust es einfach so mal aus. Ihr Lieben, es war mir eine Freude, ein Vergnügen. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, wenn sie heiß ist auch. Gutes Schwimmen gehen, gutes Abkühlen gehen für diejenigen, die können. Und auf jeden Fall für alle eine erfrischende, fröhliche und stärkende und ja, kraftbringende Umarmung in dieser Zeit. Bis dann, ihr Lieben. Baba.